Hey Leute, cool, dass ihr am Start seid. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Zuckerbaron hat unter einem Video kommentiert, dass er sich einen 3D-Stiftbaum wünscht. Gerne nehme ich mich dieser Sache an. Was wir als erstes dafür brauchen, ist ein ganz normaler Stein. Ihr wisst, ich gucke immer nach irgendwelchen Besonderheiten in den ganzen Objekten, die ich verwende. Das bedeutet, am besten packt ihr euch irgendeinen Stein, der eine coole Struktur hat. Vielleicht ist er ein bisschen angeschrägt, steht aber trotzdem stabil. Das ist die perfekte Grundlage für unseren Baum. Wenn wir eine Position gefunden haben, die uns gefällt, auf der wir jetzt den Baum aufmalen möchten, müssen wir gucken, dass wir direkt zu Beginn das Wurzelgebilde in die Rillen und Löcher des Steines reindrücken. Das Filament haftet an glatten Oberflächen, die staubig sind wie von einem Stein, nicht so richtig gut. Natürlich müssen wir den Stein vorher auch abwaschen. Wenn das Zentrum des Baumes nun auf dem Stein platziert ist, können wir weitere Wurzeln aufmalen. Dafür malen wir einfach geschlängelte Linien den Stein entlang und am besten lassen wir diese Wurzeln auch in weitere Löcher oder Rillen laufen. So sieht es dann ungefähr aus, wenn wir unsere Wurzeln draufgemalt haben. Später können wir die noch ein bisschen dicker am Stamm machen. Jetzt können wir uns erstmal an die Arbeit machen, den Baum zu zeichnen. Um dem Baum den Körper zu geben, können wir jetzt quasi Segment für Segment auf den Baumstamm draufsetzen. Während wir dem Baum unsere Form verpassen, können wir jetzt schon festlegen, wo die ersten Äste rausschauen werden. So können wir erstmal den Hauptstamm des Baumes bis nach oben durchzeichnen. Auf dem Weg bis zur Baumspitze kann man jeweils die ganzen Ecken nochmal ein wenig nachjustieren. Dafür kann man einfach die Spitze des 3D-Stifts in die jeweilige Ecke oder Abknickung des Baumes reindrücken, sodass sich das Filament erhitzt. Natürlich muss man den Stamm nicht die ganze Zeit so kurvenreich, wie jetzt hier gezeichnet ist, zeichnen. Man kann ihn natürlich auch einfach gerade zeichnen. Kommt halt drauf an, was für einen Typ von Baum man gerne hat. Jeder, der mit einem 3D-Stift malt, kennt das Problem. Man möchte eine Linie malen und dadurch, dass das PLA natürlich noch warm ist, senkt sich das Material immer runter. Dafür können wir einfach jetzt eine Scheibe nehmen, auf den legen wir den Baum und malen erstmal unsere Äste so, wie wir sie haben möchten. Als erstes malen wir erstmal die Hauptäste, die vom Baum weggehen. An diesen Hauptästen können wir später dann, wenn der Baum aufrecht steht, nochmal die Scheibe drunter legen und dann mit den Fingern festhalten und entsprechend die Äste in andere Richtungen weggehen lassen. Solange unsere dünnen PLA-Streifen, die unsere Äste sind, noch warm sind, können wir diese noch gut verformen. So kriegt man eine coole Aststruktur hin, die man dann formen kann, wie man möchte. Wichtig ist natürlich, dass die Äste, die jetzt am Ende gemacht werden, die dünnsten Elemente des Baumes sind, um ein realistisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Oft ist es sehr schwierig, den Baum zu halten, während man die Scheibe und den 3D-Stift halten muss. Dafür kann man einfach die Scheibe irgendwo drauflegen und dann mit dem 3D-Stift draufmalen. Ideal ist es natürlich, wenn man ganz viele dünne Äste malen muss oder andere dünne Sachen mit dem 3D-Stift. Das geht auf der Scheibe so am besten. Anschließend machen wir aus unserer 2D-Fläche eine 3D-Fläche, indem wir die einzelnen Äste rotieren. So kriegen wir diesen klassischen Astcharakter des Baumes in unser 3D-Objekt. Wenn wir das nun bei allen Ästen bis zur Baumspitze gemacht haben, könnte es ungefähr so ausschauen. Sieht schon gar nicht so schlecht aus für einen Minibaum, der mit dem 3D-Stift gemalt wurde. Im letzten Step, wo wir mit dem 3D-Stift arbeiten, können wir jetzt nochmal die Wurzeln im Einzelnen nacharbeiten oder andere Sachen, die uns noch irgendwie stören und die wir jetzt korrigieren müssen. Nun können wir mit dem Lötkolben unser ganzes Filament etwas glätten. Dafür streichen wir einfach über die ganzen Stellen des Stammes und machen das ganze Filament glatt. Die Wurzeln des Baumes können wir noch ein bisschen hervorheben, indem wir zwischen jedem einzelnen Wurzelpaar Schnitte setzen und die ein bisschen auseinanderzudrücken. Den Stamm und die einzelnen Äste glätten wir auch. Natürlich wird es da ziemlich aufwendig, da man zwischen die Äste mit dem Lötkolben arbeiten muss. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit dem längeren Rohr, woran die Klinge ist, nicht an die Äste kommt, da das Rohr auch sehr heiß ist und sich dann die Äste verbiegen. Mit dem Lötkolben kann man jetzt immer noch ein paar Nachjustierungen machen. Das ist kein Problem, aber am besten nur bei den dünnen Ästen. Damit war unser kleines Mini-Bäumchen fertig, Leute. Wie findet ihr das Bäumchen auf dem Stein?
Was habt ihr für Dekorationen in eurem Zimmer mit dem 3D-Stift? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Lasst mich wissen, wie ihr das Video fandet. Schreibt mir gerne mal etwas in die Kommentare oder drückt den Like- oder Dislike-Button. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Cap Kobe. Ciao.